Eine weitere sehr niedliche und wirklich toll gemachte Geschichte, wieder über das Mutigsein, über Selbstvertrauen, über eigene Fähigkeiten unter Beweis stellen, sich etwas zutrauen und damit wirklich auch mal eigene Grenzen überschreiten, ist das Buch Die zauberhaften drei aus dem Arena Verlag. Es geht hier um den Bären Hawks, seinen Freund Pucky und das Kaninchen, was die beiden retten. Der große Bär hat Selbstzweifel, hat sehr viel Angst vor Spinnen und vor Gespenstern und so weiter. Und sein kleiner Freund ermutigt ihn, doch mal ein paar Abenteuer auszuprobieren. Und so gehen sie in den Wald zum unheimlichsten Ort, zu diesem Hexenhaus, in dem ein Topf auf dem Herd sprudelt. Und hören dann aus der Speisekammer, dass sich hier der Zauberer das Kaninchen selbst eingezaubert hat und eben sein Zauberteppich weg ist, den die beiden wiederfinden müssen, um es zu befreien. Auf der Suche danach muss der Bär ganz viele Abenteuer bestehen, über seine eigenen Grenzen hinausgehen, mutig sein, zum Beispiel hier auf dem Baum klettern. Die kleine Spinne gibt ihm Tipps, und er wird wirklich sehr mutig und wächst über sich hinaus. Auch dann hier, dass er mit dem Teppich fliegt. Und am Ende befreien sie das Kaninchen und kochen eine leckere Suppe für alle Freunde vom Kaninchen. Und Hox liegt am Ende total zufrieden auf der Bank, und seine Freunde bestärken ihn nochmal, dass er alleine das Kaninchen befreit hat, dass er total mutig war, dass er wirklich auf seine Fähigkeiten gehört hat, über seinen Schatten gesprungen ist und über seine Grenzen hinausgegangen ist. Ein sehr niedliches Buch. Ich mag die Zeichnungen. Ein tolles Buch zum Empfehlen.